Er ist 21 Jahre jung und schon erfolgreicher Komponist, Elias Hafner aus Ferlach. Der Musiker hat vor wenigen Tagen sein erstes Album herausgebracht. Monument heißt es und es ist eine Mischung aus Klassik und Filmmusik. Im Tonstudio unterstützt wurde Elias Hafner von Grammy-Preisträger Georg Luksch. Wir haben Elias Hafner im Freskensaal seiner früheren Schule im Stift Fichtring getroffen. Ja, ich denke, ich lasse eher die Musik für mich sprechen. Also das ist für mich das Wichtigste. Und ich bin zwar die Person Elias Hafner, aber die Musik steht auf jeden Fall im Vordergrund. Und das Gefühl hauptsächlich, das Gefühl, was die Musik ausdrücken soll. Es ist eine sehr grandiose Reise durch verschiedene Melodien und der Bogen, der sich durchs ganze Album zieht, auch mit den Farben, die er macht, ist eigentlich perfekt. Elias Hafners Musik ist eine faszinierende Mischung aus Klassik und Filmmusik. Sein größter Traum wäre es übrigens, einmal die Musik für die ganz großen Filme zu komponieren, genauso wie seine großen Vorbilder Ennio Morricone und Hans Zimmer. Viele verschiedene Orte haben ihn zu seiner ersten CD inspiriert. Immer unterschiedlich. Also zum Beispiel eben bei WDR habe ich die Idee gehabt von einer Person, die draußen steht und im Schloss einen Walzer hört und dann immer näher kommt und der Walzer wird immer breiter und am Schluss tanzt die Person mit im Saal und das soll die Geschichte, das bei WDR, ein Stück bei WDR von mir zum Beispiel sein. Das ist bei jedem Stück anders. Jahre hat die Arbeit an der CD Monument gedauert. Dem 21-Jährigen ist damit ein grandioses Debüt gelungen. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr stolz auf die CD und dass ich das ganze Projekt umsetzen habe können.